Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal, mein Kügelchen, und herzlich willkommen zu meinem letzten Demo-Haul im August. Ich glaube, September läuft nochmal und dann ist Feiern. Ich glaube schon. Der Mann droht mir. Wenn ihr aber auf jeden Fall mal Temu ausprobieren möchtet, euren Mann davon überzeugen möchtet, dass Temu ja gar nicht so schlimm ist, dann nutzt als Neukunden doch einfach mal meinen Code, ladet euch die App herunter, den Link findet ihr in der Infobox und bekommt dafür ein 100€ Gutscheinpaket, mit dem ihr nach Lust und Laune einkaufen könnt. Genau, wie gesagt, der letzte Temu-Haul für August, klein, aber fein. Da ist von allem was drin, Deko, Spielzeug, Kleidung, warum auch immer ich das eingepackt habe. Richtig. Deko kann man sich bei einem Teil wieder streiten, ob das grottenhässlich ist, aber ich schwöre euch, aus der Entfernung gesehen, ist es gar nicht so verkehrt. Ich habe die Erfahrung gemacht und bin super zufrieden damit, dass ich mir das ultrahässliche Zeug an mein Haus getackert habe. Werdet ihr gleich sehen und ja, probiert es auch einfach mal aus. Ich fange mit der Bekleidung an. Das sind zwei Teile und zwar für meine Jungs. Habe ich neue Softshell-Jacken besorgt. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie da so die Qualität ist und die Größe. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Den Jungs passt die auf jeden Fall. Ich habe die in zwei verschiedenen Farben gekauft. Die Jungs haben einen Unterschied von 3 Jahren. Größentechnisch unterscheiden die sich gar nicht mehr so viel. Aber farbtechnisch haben die zwei beide Unterschiede. Einer mag blau, der andere mag grün. Deswegen blau und grün. So, Softshell-Jacken. Mega. Also, die fühlen sich auf jeden Fall schon richtig dick an. Und was ich jetzt erst sehe, hier ist so ein kleiner Kompass eingebaut. Ja, hör mal, wenn ich mit denen spazieren gehe in der Kur, können wir uns nicht mehr verlaufen. Geil, habe ich noch gar nicht gesehen. Finde ich mega. Also, eine Softshell-Jacke. Die hat Taschen mit Reißverschluss. Dann ist hier am Ärmel nochmal individuell einstellbar, dass das auch wirklich abschließt. Dann ist das eine Fütterung, das heißt, es ist wirklich schon vielleicht nicht für den tiefen Winter geeignet, aber für die kalten Tage, die ist windabweisend, regenabweisend. Die Kapuze lässt sich mit einem Reißverschluss abmachen und hier drinnen, der Reißverschluss ist auch nochmal durch Klettverschluss verdeckt, damit da wirklich kein Regen reinkommt. Und jetzt hakt sich der Reißverschluss da jetzt. Ich bin zu dumm heute, um einen Reißverschluss zu öffnen. Jetzt habe ich ihn. Genau. Hier seht ihr die Fütterung da drinnen. Auch die Kapuze ist gefüttert. An der Kapuze ist auch nochmal so ein Gummiband eingearbeitet, dass die auch wirklich auf dem Kopf sitzen bleibt. Ihr habt ja so ein kleines, ich sage immer, Sonnenverdeck dazu. Genau. Das ist jetzt die Größe 130. Das ist für den kleineren gedacht, der trägt 122, da kommen, machst du mal was größer. Auf jeden Fall. Gefällt mir die richtig gut. Vor allem finde ich dieses mit dem Kompass lustig. Mega. Innentaschen haben die nicht, aber ne, Kinder brauchen sowas ja in der Regel auch nicht. Ich packe mal gerade die grüne aus, weil es mich gerade echt interessiert, ob da auch ein Kompass dran ist. Finde ich cool. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, der hat auch einen Kompass. Das ist die größere in der Größe 150. Der trägt aktuell 140. Deswegen, ja. Auch die ist schön gefüttert. Hier unten hat das die andere auch gehabt. Ja, ist noch so ein Reflexionsstreifen. Und durch die helle Farbe, es ist ja so ein bisschen grün-gelb, ist auch da so ein bisschen die Reflexion gegeben, dass die auch im Winter zu sehen sind. Auch die Jacke ist mit Klettverschluss an den Armen noch luftdicht abzuschließen. Ja, Reißverschluss auch hier wieder an der Kapuze, dass man die gegebenenfalls abtrennen kann. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Genau, und hier ist sie dann mit Klettverschluss gehalten. Das ist top. Mir gefallen die richtig gut. Schön gefüttert, Reflektoren sind dran. Sicher. Und ein Kompass, das heißt, verlaufen kannst du dich nicht. So, das war's mit Kleidung. Dann kommen wir jetzt zum Spielzeug. Ich habe da noch mal was gesehen, gefunden und eingepackt. Und zwar sind das so magnetische Bauklötze. Wer Minecraft liebt, wird diese mögen. Die kommen in so einem blauen Beutel.
Dann habt ihr hier so Bauklötze, die sind magnetisch. Die könnt ihr dann quasi irgendwie aufeinander batzen. Und mein Jüngster hat gesagt, oh, das sieht ja aus wie Minecraft, ist ja voll cool, danke Mama. Der hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Es sind verschiedene, ich weiß gerade gar nicht, wie viele insgesamt es sind. Aber daraus können wir mit ein bisschen Fantasie richtig schöne Sachen gestalten. Diverse Designs, ne? Es sieht wirklich fast aus wie, ohne Scheiß, wie Minecraft. Ich weiß, es ist kein Minecraft. Aber es sieht fast so aus. Es ist magnetisch. Es ist schön klein aufbewahrt hier in so einer Stoffbeutel. Finde ich richtig cool. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und es gibt es auch noch in anderen verschiedenen Designs. Wie gesagt, schaut euch mal da um. So Magnetspielzeug bei Temu habt ihr auch eine richtig große Auswahl. So, das nächste ist kein wirkliches Spielzeug. Das ist mehr so ein Deko-Objekt. Und es heißt die unsinkbare Titanic. Und da meine Jungs die Titanic ja über alles lieben und auch schon auf Minecraft nachgebaut haben und die Filme geguckt haben, Dokumentationen gucken, habe ich mir gedacht, na komm, kaufst du das mal und dann stellst du das ins Regal, dann haben sie was zum Gucken. Ist das hier eine unsinkbare Titanic? Unsinkbar, weil, ne, die schwimmt halt immer oben. Und da freuen die sich drüber, dass sie nicht untergeht. Den Eisberg hat sie auch dabei, jetzt hat sie ihn gerade gerammt. Ja. Ist eine kleine Spielerei, ist vielleicht nur so ein kleines Deko-Objekt, aber ja, wer die Titanic mag, der wird das auch lieben, richtig. Und wie gesagt, meine Jungs lieben die Titanic, gucken sich da eigentlich alles an Dokumentationen an, was sie irgendwo finden, mag's. Deswegen kam das mal mit, um ein kleines Deko-Objekt darzustellen. So, es ist wirklich nicht viel, was ich heute hier liegen habe. Machen wir weiter mit dem, was für draußen gedacht ist. Und zwar habe ich hier nochmal ein Zweierpaket von diesen kleinen Kugelleuchten, die so ein bisschen aussehen, wie als wären da Glühwürmchen im Blumenbeet drinne. Genau, es ist ein Zweierpaket. Ich habe die ja schon. Mir ist nur leider eine kaputt gegangen. Ich hatte nämlich hier so ein Schutzpaket auf dem Solarpanel, so ein Schutz auf dem Panel. Hier ist eine Schutzfolie auf dem Solarpanel. Die hatte ich nicht abgemacht und darunter hat sich irgendwas gesammelt, sei es Flüssigkeit, Dreck, irgendwas. Auf jeden Fall funktioniert die nicht mehr. Deswegen habe ich sie jetzt einmal neu gekauft. Genau, damit ich die halt austauschen kann. Und dann habe ich eine mehr, weil das war ja ein Zweierpack, ne? Seht ihr? Die leuchten ja auch. Die findet auf jeden Fall auch noch ihr Plätzchen. So, leuchten. Und es sieht richtig schön aus im Dunkeln. Ich habe die zwischen meinen Hortensien stehen. Vielleicht passt die dritte auch noch dahin. Ja, und das sieht nachts richtig cool aus. Freue ich mich. Hier sind die Erdspieße. Wie gesagt, das Solarpanel. Ich empfehle euch, diese Schutzfolie abzumachen. Vielleicht mache ich das direkt, damit ich das nicht schon wieder vergesse und sich da irgendwas drin ansammelt. So, Schutzfolie ist ab bei beiden. Ja. Wie gesagt, unter der Schutzfolie war es angelaufen. Und dadurch war das Panel dann wahrscheinlich kaputt gegangen. Schade, hat mir sehr gefallen. Aber wofür gibt es Themen? Kann man sich ja ohne Probleme neu kaufen. So, das wird gleich direkt montiert und ich freue mich heute Abend auf das Licht. Jetzt kommt das aus der Kategorie ultra hässlich, wenn man das vom Nahen sieht. Aber vom Weiten ist es wirklich, wirklich gar nicht so verkehrt. Und zwar hier so künstliches Farn, aber schon in Herbstfarben. Ich habe ja vor, ich glaube, 3 oder 4 Monaten habe ich mir so ultra hässliche Kunstblumen für an die Blumentöpfe vor die Türen, für die Terrassentüren, gekauft. Wo ich mir dachte, boah, nee, da kannst du doch nicht dahin, das ist ja grottenhässlich, ne? Dann habe ich da reingetan, auf der Ferne geguckt und jeder sagt, boah, das sieht voll schön aus. Ja, ne? Wenn man das aus der Ferne sieht, ist das auch voll schön. Jetzt vielleicht aus dem Nahen nicht so gesehen. Aber naja, auf jeden Fall habe ich schon ein bisschen Herbst eingepackt, weil, es tut mir leid, aber der kommt. Da werde ich die Sommerblumen, die ich da drin habe, austauschen und dafür die Herbstfarben dann da reinstecken. Und freue mich dann auf den Glanz. Was ich auch bestätigen kann, ist, dass die UV-beständig sind. Also die Dinger, die ich schon habe, stehen wirklich 12 Stunden am Tag in der prallen Sonne bei richtig Hitze. Die haben nichts an Farbe verloren.
Und ich gehe davon aus, dass die von gleicher Qualität sind und deswegen auch nichts an Farbe verlieren. Habe ich insgesamt 6 Sträuße. Ja, probiert es doch einfach mal aus. Aus der Ferne ist es nicht zu sehen. Ne? Also jetzt wirklich, wenn ich vom Nahen gucke, du siehst, dass es Plastik ist. Es ist schlecht verarbeitet. Aber das sieht der Nachbar nicht, der aus 10 Meter Entfernung an deinem Haus vorbeiläuft. Ja, überleg mal. Ja, ich finde die schön. Die Farbe ist schön herbstlich. Ich freue mich darauf, das da in den Blumenpott reinzusetzen. Genau, dann darf der Herbst kommen. Und wenn der Herbst kommt, dann ist auch Halloween nicht mehr weit. Und da habe ich meine Dekorationskiste jetzt mal ein bisschen, ja. Alter, das hätten sie ja auch mal auf die Verpackung schreiben können, dass das Ding explodiert. Boah. Achtung, wenn ihr euch Hexenhüte kauft, passt beim Auspacken auf. Die breiten sich auf. Ich glaube, es sind 20 Stück. Warte mal, 10. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es sind 12 Hexenhüte. Nicht, weil ich 12 Köpfe habe, weil ich, Medusa bin, sondern weil ich die als Dekoration im Flur oder hier irgendwo unter die Decke hängen wollte. Dafür ist auch hier so eine Nylonschnur dabei. Die fädelt ihr dann hier durch und dann könnt ihr das aufhängen. Ja, also für die nächste Halloween-Party ist das doch eine geile Deko. Die könnt ihr auch irgendwo vor der Tür draußen am Zaun mit aufhängen. Ihr könnt es aber auch einfach so mit anziehen. Ich finde das nicht verkehrt. Und teuer waren die auf gar keinen Fall. Habe ich, wie gesagt, 12 Stück von. Wie gesagt, wenn ihr die auspackt, passt ein bisschen auf. Ich kriege die ja gar nicht. Schneide ich raus. Nein, echt drin. Verletzungsgefahr. Von diesen tollen Hüten. Diese Pop-Up-Zelte springen auch so auf, wenn man die aus der Verpackung holt. Ne? Ja, die Hüte leider auch. Tut euch nicht weh. Das hat ein bisschen gezwiebelt, aber ich werde es überleben. Ja, ein paar Hexenhüte für meine Halloween-Deko. Genau, dann sind wir auch schon wieder am Ende. Das war, glaube ich, der kürzeste Themenhaul, den ich jemals hatte. Nein, das ist nur... Aufpassen, wenn ihr die auspackt. Oh Mann! So, fertig. Das war's. Wir sind durch. Wenn auch ihr Temu einmal ausprobieren möchtet, ist überhaupt kein Problem. Als Neukunden ladet euch die App herunter, nutzt meinen Gutscheincode, gebt den in das Produktsuchfeld ein und ihr bekommt ein 100€ Gutscheinpaket von Temu zur Verfügung gestellt. Bei Temu gibt es alles. Ne? Ihr habt es gesehen, von Deko, von hässlich, was aber irgendwann schön wird, über Spielereien, Garten, Zubehör, Solar, jede Menge. Tobt euch da wirklich aus und es hält. Ich habe viel Solar-Deko von Temu. Und die leben schon seit Monaten in meinem Garten und haben auch schon Wind und Wetter mitgemacht. Gibt natürlich auch Ausnahmen, wo es auch mal kaputt gehen kann. Aber in dem Fall war es wahrscheinlich ja auch meine Schuld, weil ich da was nicht abgemacht habe. Aber ansonsten schaut euch um. Alle Produkte habe ich euch in der Infobox verlinkt, wenn irgendwas nicht dabei ist, weil ich es einfach vergessen habe. Ich bin auch nur Mensch. Schreibt mich an, ich verlinke es euch sehr gerne nach. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt noch ein paar Mal Spaß mit mir und mit Temu zusammen, bevor die Zusammenarbeit beendet ist. Lachendes und weinendes Auge, aber ist schon okay. Ich wünsche euch noch weiterhin ganz viel Spaß mit mir. Hinterlasst mir ein Abo und ich freue mich immer wieder, euch wiederzusehen. Hinterlasst mir noch schöne, nette, auch böse Kommentare, ist mir egal. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.